Es dauert zwar noch 2 Jahre, bis die Landesausstellung in Aldersbach beginnt, die Vorbereitungen drumherum sind trotzdem schon an allen Ecken und Enden zu sehen. Nahezu jedes Gerüst gehört dazu. Allein die Sanierung der Asamkirche wird rund 15 Millionen Euro kosten. Die Landesausstellung selbst wird ebenfalls bereits mit Hochdruck geplant. Das Konzept steht und wurde am Mittwoch im Bräustübel der Brauerei Aldersbach vorgestellt. Bier ist ja wirklich ein Stück bayerischer Kulturgeschichte, ein Stück bayerischer Identität. Und das wollen wir hier eigentlich zeigen und auch diesen Siegeszug, diesen weltweiten Siegeszug des bayerischen Biers, der bis heute ungebrochen ist und anhält. 7 verschiedene Abteilungen wird die Landesausstellung umfassen. 1400 Quadratmeter, aufgeteilt auf 3 Ebenen. Die 6 Monate Ausstellungsdauer werden unterteilt in 26 Themenwochen. Das heißt, wir werden ein bestimmtes Thema oder eine Themengruppe in den Mittelpunkt dieser Woche stellen, wo dann von Dienstag bis Sonntag sich Veranstaltungen angliedern können, die thematischen Bezug haben, die Eventbezug haben und die von großem Publikumsinteresse sein werden. Dass das Jahr 2016 für die 4000 Einwohnergemeinde Aldersbach etwas ganz Besonderes werden wird, ist längst allen im Ort bewusst. Schließlich locken Landesausstellungen alljährlich bayernweit 90 bis 570.000 Besucher. Es ist eine einmalige Chance, touristisch noch besser bekannt zu werden und den Ausbau des Tourismus zu fördern mit der Unterstützung des Hauses der bayerischen Geschichte. Bier ist ein gesamtbayerisches Thema und darüber hinaus. Und Aldersbach wird das Zentrum der Bierthematik im Jahr 2016 sein. Das kann man jetzt schon ganz deutlich sagen und die Anfragen, das Interesse ist immens, das sieht man auch heute an dieser Veranstaltung, da freuen wir uns sehr drauf. Freuen können sich die Besucher in 2 Jahren dann wahrscheinlich auch über ein auf 2 Wochen verlängertes Frühlingsfest, viele Rahmenveranstaltungen und bei den Ausstellungsstücken vielleicht auch über die ein oder andere Neuentdeckung. Wir sind wie Detektive auf der Spur nach Objekten, nach unbekannten Objekten, auch nach verschollenen Objekten. Ob man da immer Glück haben wird, das bleibt abzuwarten, weil nicht alles, was verschollen ist, taucht auch wieder auf. Aber schauen wir mal. Es gibt noch viel zu tun, aber Aldersbach wird vorbereitet sein. Bis zum Start der Bayerischen Landesausstellung Bier in Bayern am 29. April 2016.